Hallo und willkommen zum neuen Wochenvlog. Heute mal direkt vom Einkaufen, von der Arbeit aus zum Einkaufen nach Penny, unseren Wocheneinkauf endlich erledigen, denn wir haben schon Mittwoch. So, da bin ich jetzt auch mit Gesicht aus der unaufgeräumten Küche, wo der Einkauf noch liegt. Ja, den werde ich jetzt gleich wegräumen und ich habe aber schon alles, was jetzt dringend in die Kühlung muss, weggepackt und werde jetzt erstmal einen kalten Kaffee trinken. Denn wie schon erwähnt, komme ich ja direkt von der Arbeit, habe die Olivia abgeholt. Heute ist Mittwoch, da kann ich sie immer selber abholen und war dann direkt mit ihr einkaufen. Und jetzt muss ich mich mal 5 Minuten hinsetzen und dann lege ich hier weiter los. Guten Morgen am Feiertag, am Donnerstag. Ich habe schon gedacht, heute wäre ein Samstag. Wir fahren jetzt los zur Spielemesse nach Essen und ja, sind mal gespannt, wie voll es da sein wird. Letztes Jahr war es sehr voll. Machen uns jetzt auch direkt schon auf den Weg. Um 9 Uhr da sind. So, wir sind da. Wir standen jetzt richtig lange an, eine Stunde am Parkplatz. Wir mussten erstmal diesen weit weg Parkplatz mit dem Bus wie letztes Jahr. Jetzt mussten wir da aber eine Stunde anstehen. Jetzt sind wir auf jeden Fall da. Ja, viel später als gedacht. Und ich denke, also es ist richtig voll. Heute wird es schwierig mit Spiele spielen. Also letztes Jahr konnten wir ja direkt Spiele spielen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich für jedes Spiel anstehen. Wir haben jetzt hier tatsächlich das erste Spiel schon spielen können bei Ravensburger, obwohl es sehr voll ist. Und die Kinder holen jetzt ein zweites Spiel. Wo ist der Deckel? Achso, okay. Und die Olivia hat schon ein Bobo geschenkt bekommen. Hallöchen am Freitag. Ja, gestern war es noch sehr wuselig. Es war so einfach sehr voll. Letztes Jahr waren wir am letzten Tag da und dieses Jahr am ersten. Und ja, das war schon ein deutlicher Unterschied. Wir haben trotzdem 5, 6 Spiele dort gespielt, ausprobiert und haben dieses gekauft. Das hat uns sehr gut gefallen. Vor allem, es ist ab 6, aber die Olivia hat es schon super gut verstanden und es ist auch ein ziemlich schnelles Spiel. Ich liebe immer schnelle Spiele. Zwar macht man auch gerne mal einen Spieleabend, der länger dauert, aber ja, wenn die Spiele so sich lang ziehen, wie bei Monopoly manchmal, dann hat irgendwie hinterher keiner mehr Bock. Und dieses Spiel hier hat die Rosa denn auf Kreta am Flughafen gesehen und wollte es unbedingt haben, wegen der Verpackung, denke ich mal. Also wir haben ja nichts von dem Spiel gesehen. Das haben wir gestern da auch kurz gespielt. Ist auch so eine Art Uno. Also schon ein bisschen anders, aber so von der Dauer, von der Länge des Spiels und so mit Uno vergleichbar. Fand ich auch ganz cool. Haben wir 2 Runden gespielt sogar. Es kostete jetzt auf der Messe 11,47 Euro. Irgendwie so eine krumme Summe. Und dieses Spiel haben wir für 26 gekauft. Ich habe online geguckt. Es kostet auch online so um den Dreh. Also es war jetzt keine Ersparnis. Ja, wir haben es da direkt mitgenommen. Dann haben wir es direkt da. Die Kinder haben es gestern auch direkt gespielt. Noch, als wir wieder zurück waren. Ja, und ich habe heute frei. Und die Kinder sind weg. Also die Olivia hat heute Schule. Der Patrick ist arbeiten. Und die Rosalind ist bei meinen Eltern. Die wollten mit ihr irgendwie ein bisschen bummeln. Und ich mache mir heute meine Nägel, jetzt wo ich mal Zeit habe. Und zwar, ja, habe ich ja die Manicure-Nägel drauf. Hatte da ja ein Video oder euch das gezeigt, wie ich es drauf gemacht habe. Und da kam ja unten mehrfach die Bitte, dass ich zeige, wie ich sie abmache und wie lange die auch halten. Also ich habe die jetzt, ich weiß es nicht, um die 3 Wochen. Und also man sieht es ja auch. Ich habe es zum ersten Mal gemacht, also es ist jetzt nicht optimal geklebt gewesen. Aber ich fand so, vor allem vom Weiten, wie man sich so auf die Nägel guckt, fand ich es mega. Und es hat jetzt echt lange gehalten, muss ich sagen. Also ich habe nie nachgefeilt, was man auch sieht. Jetzt haben meine Nägel auch endlich wieder eine coole Länge, dass ich jetzt gleich mal die richtig schönen Form feilen kann. Denn das war vorher nicht möglich, weil die mir immer abgebrochen sind. Also ich werde die jetzt erstmal in Form feilen und dann zeige ich euch, wie ich die abmache. Was ich aber auch noch nicht vorher gemacht habe. Also ja. Mache ich es trotzdem jetzt gleich direkt mit euch und dann werde ich auch neue aufkleben und die werde ich auch ein bisschen besser aufkleben. Ich habe jetzt nachträglich nämlich auch erfahren oder ja, mich ein bisschen auch durchgeguckt im Internet. Man kann die ja ziehen. Ich habe sie ja auch ein bisschen gezogen hinterher bei der zweiten Hand und dann decken die halt auch hier die Ränder ab. So, ich habe jetzt erstmal die ganze Zeit gefeilt und jetzt habe ich es an einem Nagel mal kurz ausprobiert, ob ich es auch richtig mache. Ja. Also es gab diesen Stift hier zur Entfernung dabei. Ich habe hier ein paar Mal so geklickt hinten und dann bin ich hier an dem, sieht man das, an dem Außenrand
so ein bisschen hin und her gegangen. Und dann kann man hier ganz einfach mit dem Nagel den so abheben. So, zack. Ich hatte da jetzt schon gehört, dass darunter die Nägel so kaputt sein sollen oder so. Also kann ich überhaupt nicht bestätigen. Bisschen dreckig sind sie, weil ich habe die jetzt tatsächlich ja auch 3 Wochen gehabt und vorne waren die schon ein bisschen auf und auch hinten habe ich jetzt langsam gemerkt, dass die Haare da so hängen bleiben hier hinten an den Kanten. Deswegen wollte ich sie jetzt auch unbedingt machen, aber ich sehe da jetzt nichts kaputt. Die sind ein klein bisschen klebrig hier vorne, aber ansonsten ist da nichts kaputt. Ich habe sie ja vorher auch nicht oben drauf gefeilt, was sie ja im Nagelstudio machen. Die feilen ja den Naturnagel total an. Dadurch wird er ja rissig und dünner und halt auch kaputt. Das ist ja jetzt aber bei dieser Maniküre hier überhaupt nicht der Fall. So, jetzt mache ich das hier mit dem nächsten Nagel auch und wieder kann ich hier einfach so drunter greifen und den dann komplett problemlos abziehen. Ganz einfach. Im Nachhinein finde ich jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es ein paar Sachen jetzt nicht so toll waren am Anfang, hier mit den Rändern und so. Also das ist aber ja Übungssache. Also das liegt ja an mir. Also da werde ich jetzt dieses Mal, denke ich, schon ein bisschen besser das können und dann beim nächsten Mal vielleicht noch besser. Also ich bin nach wie vor wirklich sehr begeistert. Die haben jetzt so lange gehalten, ohne dass irgendwas abgebrochen ist. Und vor allem, alle Nägel sind noch dran. Und meine eigenen Nägel sind jetzt halt auch schon richtig schön lang. Also ich finde es super. So lange haben die Nägel bei mir beim Nagelstudio nicht gehalten, dass sie alle gut ausgesehen haben und alle noch dran waren. Und da habe ich so viel Geld für bezahlt. Das, was man hier sieht, das ist irgendwie Kleberückstand. Das klebt auch ein bisschen. Ist wahrscheinlich von dieser Schicht, die dann in der Lampe da so aushärtet. Ich mache jetzt aber erstmal nur die Hand und mache mir da jetzt direkt neu drauf, weil ich gleich die Olivia abholen muss und nicht weiß, ob ich das alles schaffe, weil ich ja immer noch ein bisschen Übung brauche beim Dranmachen. Ich bin da ja noch nicht so firm drin. Also am Anfang braucht man auf jeden Fall, wenn man da jetzt nicht so ein Händchen hat für ein bisschen länger. Im Nagelstudio dauert es ja auch sehr lange. So lange dauert es hier nicht. Hab mir jetzt heute diese Farbe ausgesucht. Statement heißt die. Werd mir jetzt die Seite hier machen und zeige euch dann nachher das Ergebnis. Ihr wolltet ja nur gerne mal beim Abmachen zusehen. Habe ich euch jetzt gezeigt, wie einfach das geht, wie lange die auch halten. Man sieht es ja auch hier wieder, wie die einfach rausgewachsen sind. So, die Olivia habe ich abgeholt. Eine Hand habe ich fertig, die andere nicht. Zeit. Habe ja gesagt, ich fange lieber erstmal mit einer an. Hast du noch nicht gesehen? Nee. Und? Nee. Na, rot magst du nicht so, ne? Nee. Jetzt gehe ich mit der Olivia eben, also wir waren jetzt gerade mit dem orangenen Schnellhefter besorgen. Der fehlte noch. Jetzt gehen wir nochmal schnell nach Action, weil die beiden ja auf Kindergeburtstag eingeladen sind und auch da nochmal eben schnell nach Geschenken. Also für die eine wissen wir schon genau was und deswegen muss ich nach Action und für die andere gucken wir dann hier auch. Da sind wir schon wieder zu Hause. Ich bin heute übrigens an meinem freien Tag im Gammellook. Hatte heute Morgen keinen Bock, mich fertig zu machen. Mache ich ja jetzt jeden Tag und da hatte ich jetzt einfach keine Lust. Ja, wir haben einmal die kabellosen Kopfhörer. Diese und diese hier für die Freundin von der Rosalind. Das ist die Tochter meiner Freundin. Die fand die von der Rosalind so cool. Die hat ja beides davon auch. Und konnte sich auch nicht entscheiden, ob sie lieber die in ihr haben möchte oder die, weil die halt auch cool aussehen, wenn man die so um den Hals trägt. Jetzt habe ich einfach beide geholt. Sonst hätte ich noch irgendwas dazu holen müssen. Da hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Dann ist es hinterher nicht das Richtige. Und für die Freundin von der Olivia haben wir, die hat sich was zum Baden gewünscht oder Knete oder etwas von Gabby's Dollhouse. Da haben wir jetzt hier so einen Badebomben-Maker geholt. Fand ich ganz cool. Da kann sie die Badebomben selber machen. Meine machen sowas eigentlich auch echt gerne und selbst wenn sie es schon hat oder hatte, kann man da auch nie genug von haben. Und dann haben wir noch so ein Knetset. Wäre natürlich mega gewesen jetzt von Gabby's Dollhouse. Gab es aber leider nur von Prinzessin oder Stitch. Da kann man halt Eis selber kneten. Fand ich auch ganz cool. Somit sind wir da für die Geburtstage schon gut ausgestattet. Ich mache jetzt gerade Essen. Die Olivia hat nämlich Hunger. Ich habe ja auch noch nichts gegessen, aber ich habe jetzt auch nicht so einen Hunger. Ich habe hier gerade so eine Creme gemacht. Ich mache heute endlich diese Burger Wraps. Hab jetzt ein Wrap, da drauf Hackfleisch dünn und kommt gleich Käse noch drauf und dann
kann man sich dann noch Salat, Tomate drauf machen und diese Soße und zusammenrollen. Dann soll das mega lecker sein. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall geht's schnell. Braucht man nichts groß vorbereiten. Ja, das passt mir heute gut in den Kram. So, wir machen uns jetzt auf den Weg, wir zwei, und holen die Rosalind ab. Meine Mutter hatte angerufen, gefragt, ob wir dann noch auf einen Kuchen und Kaffee oder ich weiß nicht, ob die für euch Kakao hat, vorbeikommen wollen. Gegen 4 dann zum Abholen. Wir haben jetzt noch auf den Patrick gewartet. Der hat auch noch so einen Wrap-Burger da gegessen. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, weil es war eine Schweinerei. Ich habe mich schon gleich gefragt, wenn man den Wrap in die Pfanne packt und das Gehacktes da drauf, wie das Gehacktes da richtig gar wird, ohne dass das Brot oder der Wrap zu braun und zu knackig wird. Hat jetzt nicht so funktioniert. Der Wrap war jetzt mega knackig und konnte man irgendwie nicht zusammendrücken, wie ein Wrap rollen, sowieso schon gar nicht. Also war irgendwie jetzt nicht so. Es war lecker, auf jeden Fall, oder? Ja. Mama. Aber ja, war jetzt nicht so praktikabel, irgendwie zu essen. Für die Kinder jetzt. Also die Rosalind ist ja eh nicht da gewesen, aber für die Olivia war es auch schwierig. Und der Patrick wusste jetzt auch nicht genau und hat mit Messer und Gabel gegessen, war auch blöd, weil es so kross war. Und dazu kommt natürlich, dass das auch blöd ist, dass man das jetzt über den Tag verteilt dann immer frisch zubereiten muss, wenn alle zu unterschiedlichen Zeiten essen. Und ja, ich jetzt Gehacktes im Kühlschrank habe und muss das jetzt gleich, wenn wir zurück sind, auf jeden Fall dann anbraten. Keine Ahnung, was wir damit machen. Ja, wir gehen jetzt erstmal Kuchen essen. Hallo am Sonntag. Ich bin jetzt unterwegs. Ich bringe die Mädels hier zum Kindergeburtstag. Geschenke habe ich schon. Hatte für meine Freundin hier von Creamy Bodies bestellt. Die bringe ich da jetzt. Erst geht die Olivia auf den Kindergeburtstag, danach die Rosalind auf den Geburtstag. Währenddessen werde ich mich mit meiner Freundin treffen. Und nachher wollte ich noch Kuchen backen. So, die Geburtstage sind. Na, zu Ende würde ich jetzt nicht sagen. Die Rosalind ist noch mit zu ihrer Freundin. Die sind nämlich nur zu dritt. Und ja, meine Freundin hat die jetzt noch mitgenommen. Die muss ich da später abholen. Und die Olivia hat jetzt ihre Freundin hier, weil die fand das natürlich dann unfair, dass ihr Geburtstag schon beendet ist und sie jetzt niemanden mehr hat. Ich werde jetzt ein bisschen hier noch machen. Vor allem mich hinsetzen und einen Wochenplan schreiben, eine Einkaufsliste. Das ist ja immer wichtig. Und dann werde ich gleich noch einen Käsekuchen backen. Dann nehme ich euch noch bei mit und. Ja, das war es dann auch am Sonntag. So, ich starte jetzt mit dem Kuchen. Die Rosalind ist noch nicht zu Hause. Die Olivia ist noch am Spielen mit ihrer Freundin drüben. Und bevor ich jetzt gleich die Freundin runterbringe und dabei die Rosalind abhole, habe ich gedacht, ich mache den eben fertig. Dann kann er nämlich in den Ofen. Patrick ist ja da, der kann aufpassen. So, 250 Gramm Mehl. Ach, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt schon erwähnt? Käsekuchen jetzt. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal mit euch gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe ja so eine Handvoll Kuchenrezepte, die ich hier häufiger mache, weil die einfach super lecker sind. Ja, was sonst? Und ich habe auch schon des Öfteren erwähnt, bei mir sieht es nicht immer toll aus, aber schmeckt. Also ich bin nicht so die Deko-Expertin für Kuchen. Also 250 Gramm Mehl. 60 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter. Ich habe die jetzt schon so eine Stunde aus dem Kühlschrank gelegt, die ein bisschen weicher ist. Ein Ei, ein Päckchen Vanillezucker und ein Teelöffel Backpulver. So, das wird zügig verrührt. Das wird jetzt der Mürbeteig. Da ich meine Nägel ja neu gemacht habe, übrigens habe ich ja noch gar nicht komplett gezeigt, glaube ich. Sind richtig gut geworden diesmal. Ich bin richtig zufrieden. Ziehe ich mir jetzt Handschuhe an zum Kneten. So, jetzt wird hier die Form ein bisschen eingefettet. 26 bis 28 cm Springform kann man da gut nehmen. Da jetzt noch ein bisschen Butter reingemacht und mache das hier mit dem Pinsel. Gibt ja auch so ein Backspray, habe ich aber ehrlich gesagt noch nie geholt. So, den Mürbeteig knete ich jetzt noch mal richtig mit der Hand. Also ich finde, mit dem Rührgerät das immer nicht so. Ich habe es jetzt hier draufgelegt, werde es jetzt hier einmal kurz ein bisschen ausrollen. Normalerweise rolle ich das nicht aus und lege es so in die Form und mache es dann irgendwie mit den Fingern platt. Ich wollte jetzt aber irgendwie, heute habe ich mal ein bisschen Platz in der Küche. Normalerweise ist nämlich das Problem, dass wir da keinen Platz für haben. Ich gedacht, ich probiere das jetzt doch mal mit dem Ausrollen. Gucke ich mal, ob das was wird oder ob das eine doofe Idee war. Nee, kriege ich gar nicht.
kriege ich, glaube ich, gar nicht so da reingelegt. Oder macht man das so? So, ich habe es jetzt hier gut geknetet und ich mache immer so eine leichte Rundform, nicht so richtig platt. Und dann drücke ich das hier innerhalb der Form richtig schön platt. Der muss platt gedrückt sein und auch ein bisschen den Rand hoch, so 2-3 cm. Mach das immer dann Pi mal Daumen mit der Hand. Das funktioniert für mich besser als dieses Ausrollen. So sieht es dann jetzt aus. Also ist nicht ganz überall gleichmäßig hoch. Ist aber alles nicht schlimm, so reicht's. Jetzt werden 200 Gramm Zucker und 2 Eier schön lange, so 3 bis 5 Minuten cremig gerührt. Das ist schon mal der Anfang für die Füllung. Ich habe jetzt cremig gerührt und 500 Gramm Magerquark reingepackt. Hat gerade irgendwie nicht aufgenommen. Und ein Esslöffel Öl. Jetzt kommt da noch eine Packung Zitronenschale dazu. Dann wird das nochmal verrührt. Der letzte Step hier ist eine Packung Vanillepuddingpulver. 37 Gramm. Im Rezept steht 40, aber haben die gar nicht. 2 mal Schlagsahne, also 400 Gramm Schlagsahne. Und einmal 200 Gramm Creme Fraiche. Das wird dann wieder verrührt. Diese Masse jetzt hier ist einfach so lecker, die könnte ich so löffeln. Macht man natürlich nicht. Diese Masse wird jetzt hier nur noch drauf gegossen. Diese leckere Masse. Muss auch nicht, der Rand muss auch nicht so hoch sein wie jetzt. Die Füllung ist egal. Manchmal habe ich den Rand auch viel weiter unten. Das irgendwie nicht so hingehauen. Und dann kommt er jetzt für 75 Minuten in den Ofen. Ja, ich mache den jetzt für 75 Minuten in den Ofen. Allerdings nach 40 Minuten mache ich da Alufolie oben drauf, weil der sonst einfach zu dunkel von oben wird. Nach den 75 Minuten Ofen aus, die Tür aufmachen, einen Löffel zwischenstecken und dann kühlt er daran ab. Genau. Und dann zeige ich euch den nachher nochmal. Ich bin wieder zu Hause, habe jetzt die Rosanen abgeholt. So sieht der Kuchen fertig aus. Ja, der reißt immer irgendwie auf oben. Weiß nicht, woran das genau liegt. Der soll erstmal vollständig abkühlen. Deswegen werde ich den jetzt gleich abdecken und dann bis morgen so stehen lassen und dann aus der Form lösen. Die Hälfte lasse ich dann hier und die andere Hälfte nehme ich mit zur Arbeit, weil wir das ja immer nicht alleine aufzuessen schaffen. Da freuen wir uns aber morgen auf jeden Fall alle auf ein schönes Stück Käsekuchen. Das ist dann jetzt auch das Ende von meinem Wochenvlog, denn draußen ist es stockdunkel. Wir haben 7:45 Uhr, ja, bis die Rosalind da jetzt mal freiwillig gegangen ist auf dem Geburtstag, hat es noch gedauert. Und jetzt haben wir gerade Abendbrot gemacht und ich bringe jetzt die Olivia ins Bett. Also ich hoffe, mein Wochenvlog hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal. Und ich hoffe wie immer, dass ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss!